Also ich glaube, ihr rechnet mit viel, aber mit so viel rechnet ihr sicherlich nicht. Disabled vehicle nearby. Jetzt, was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind am Cruisen. Wir fahren nämlich gerade zum Supermarkt. Unser Kühlschrank ist leer. Wie kommt's? Ganz komisch. Ja, und den müssen wir füllen. Und wir brauchen Putzzeug und alles für Mia. Aber wir haben wirklich nur so viel Windeln mitgenommen, dass es gerade so reicht. Und ich glaube, wir haben noch zwei. Also es wird brenzlig. Ja, das heißt, wir machen jetzt einen Großeinkauf in Los Angeles. So, wir sind angekommen, meine Lieben. Schlafmütze. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Fahrt. Eine angenehme Fahrt, hoffe ich. Deine Zähne sieht man mal aus. Yay! Angenehme Fahrt. Wer Papa liebt, soll jetzt lachen. Ja. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wo gehen wir jetzt einkaufen? Hier sind so mehrere Einkaufsläden, ne? Das ist Ralfs, oder? Ja. Ist das nicht sowas? Also ich glaube, wir werden hier schon einiges finden an Sachen, die wir jetzt benötigen. Die wir gebrauchen können. Let's go, family! We are finally here! I'm ready for you to show you the beautiful Los Angeles. Wir machen uns jetzt als allererstes auf die Suche nach Handtücher. Handtücher, genau. Und Bettwäsche. Zweimal XXL Handtücher. Zwei große und zwei kleine. Bist du blau, ey? Ganz ehrlich. Hey, schau mal, hinter dir ist weiß. Nimm mal doch weiß, wow, oder? Aber da sieht man, ich dann färb ab. Dass du gar nicht dunkelhäutig bist, sondern dass das nur Farbe ist. Wolltest du gerade schwarz sagen? Schwarz ist nicht rassistisch, Schatz. Du darfst nicht schwarz sagen. Ich schaue nur, welche Größe sind. Dass du da reinpasst. Die sind länger. Zeig mal, wickel's doch mal schön um. Tu's uns doch mal präsentieren. Okay, und jetzt meine Variante. Okay. Ja, ich bin fein damit. Ja, hol mir mal da drei Stück mit. Mia braucht ein eigenes. Meinst du, was dieses Kleid kostet? Ich glaube nicht viel, oder? Die erste Hürde ist schon so gut wie gemeistert. Wir haben jetzt erstmal ein paar Kleiderbügel geholt, weil Sarah noch welche gebraucht hat. Oder brauchen wird, das weiß ich. Und was uns alle freut, ist, wir haben Handtücher, denn Sarah kann jetzt endlich duschen. Schatz, ich schwöre, ich konnte heute Morgen einfach nicht unter die Dusche gehen. Ich will nicht wissen, was schon die Handtücher da an der Wohnung hängen, wie viele Menschen sich schon vorher mit dem Handtuch abgewaschen haben, so überall so. Da laufe ich lieber stinkig rum und gehe nachher duschen. Die erste Ladung habe ich direkt ins Auto getan und jetzt geht's zum Lebensmitteleinkaufen. Wir schmeißen alles in den Einkaufswagen, was wir brauchen. Wir brauchen halt echt eigentlich alles. Wir müssen uns auch erstmal hier komplett zurechtfinden, weil schaut halt schon wieder ganz anders aus. Wie in Deutschland. Ich sehe deine Grimasse, Fräulein. Da sind auch so kleine Sachen im Regal hier. Ja, wo ist jetzt? Hier holen wir einen. Da sind Brezen. Schau mal. Voll geil, Brezen. Ey. Ich weiß nicht, ob das euch alles interessiert, aber ich filme hier einfach mal ein bisschen im Supermarkt, damit ihr mal seht, wenn ihr noch nicht in Amerika wart, wie das hier ausschaut. Ich habe mir gerade sagen lassen, dass das nicht so typisch amerikanisch ist. Also es gibt es nicht überall, denn das amerikanische Brotregal befindet sich da hinten. Und da gibt es eigentlich nur so weiches, lappriges Brot. Da gucken wir jetzt mal hin. Boah, übelst. Überall Kuchen. Essen die hier so viel Kuchen? Wahnsinn. Und Süßigkeiten, oh mein Gott. Direkt am Anfang vom Supermarkt. Hier, das ist amerikanisches Brot, was die so alles essen. Naja. Wir haben uns jetzt mal für ein Toastbrot entschieden, was wir dann auch noch toasten können. Aber das ist ein gutes Brot, glaube ich. Zumindest. Wir holen hier jetzt erstmal ein bisschen
Bacon. Domi will nämlich ganz amerikanisch jetzt frühstücken, ne? Mit Eier und American Bacon. Schatz? Oder? Oh yes. Du wolltest doch morgen Bacon mit Eier machen. Massephase. Ich habe hier gerade tatsächlich Chicken Hackfleisch gefunden. Ich habe das ja noch nie gesehen. Sag mal, das sieht doch richtig ekelhaft aus, oder? Boah. Ich bin eh voll überfordert. Ich weiß gar nicht, was da jetzt gutes Fleisch ist. Das geht bis ganz da hinten. Alles mit Fleisch, ne? Ich denke, wir bedienen uns jetzt hier ein bisschen an Chicken und ein bisschen an Pute. Ich habe gedacht, der Einkaufswagen fühlt sich etwas schneller. Aber ich bin übelst, wir sind einfach übelst überfordert. Ja, vor allem, weil du halt extrem schauen musst, was alles ist. Weil wenn du in Deutschland irgendwo in einem Laden bist und dann in ein Regal schaust, dann kennst du die meisten Marken, ja. Du weißt, wie die meisten Sachen ausschauen, die du brauchst. Ich finde, das sieht auch alles so ein bisschen ungesund aus, gell? Ja, ist halt werbelastig. Je auffälliger, desto besser, weißt du, ich meine. Wir sind an dem Regal von Domi angekommen. Er ist nämlich absoluter Mac and Cheese Fan. Okay. Yay. Gleich zwei Packungen. Safety first. Ich kaufe jetzt gerade Essig und Öl für Salat und zum Kochen und alles. Und jetzt habe ich dieses geile Spray gefunden. Ne? Schaut mal, da ist sogar ein Ei drauf. Ja. Das kann man so in die Pfanne sprühen und so. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Aber die haben auch so allgemein richtig coole Sachen. Schaut mal hier oben: Avocadoöl. Man findet hier so echt voll viele Sachen, die man so in Deutschland gar nicht sieht. Vor allem, das sind halt auch Massen und Mengen, was die hier haben. Ist schon verrückt. Aber ich glaube, da gibt es auch Kokosnussöl zum Sprühen. Das nehme ich mit. Sarah, ist gerade was aufgefallen. Der Kaffee hier ist einfach eingesperrt. Und ich will da so einen Nescafé haben. Und jetzt muss ich da draufdrücken. So, dann kommt das Service. Und dann kommt jemand, aber ich weiß nicht, warum das eigentlich. Ganz seltsam, gell? Komisch. Jetzt hoffe ich, dass da jemand kommt, soll ich sie dann fragen. Die Dame hat jetzt meinen Kaffee in der Hand und läuft mit dem zur Kasse, der dort hinterlegt wird, weil den darf ich jetzt nicht in den Einkaufswagen legen und der Kaffee ist hier eingesperrt, weil das die Kunden, also die Kaffee, also die Hersteller so möchten, gell? So. Es ist schon crazy. Ich bin echt gerade voll geschockt, dass so viele Produkte eingesperrt sind. Also jetzt zum Beispiel hier Dove und Pantene und so, die darf man, also hier unten auch Head & Shoulders, die kann man gar nicht rausnehmen. Da muss man immer eine Verkäuferin rufen. Und hier jetzt das Gleiche. Wie nervig das ist, ey. Schau das mal an, das ist ein Regal. Alles, was hier drin ist, man muss immer einen Mitarbeiter rufen. Der Einkaufswagen ist voll und wir stehen jetzt auch schon an der Kasse. Und das Gepäckband ist ziemlich kurz, das ist alles, was drauf passt. Und dann staut sich das auch schon da hinten. Wir haben auch schon was im Kinderwagen drin. Ja. Ja, und jetzt wird es Zeit, dass wir nach Hause gehen. Also Spaß gemacht hat das Ganze jetzt irgendwie nicht so doll, oder? Schatz, das war schon anstrengend, gell? Das hat Spaß gemacht. Wir kennen uns halt nicht aus, muss man ehrlich sagen. Ja. Das ist der gesamte Einkauf jetzt hier im Kofferraum. Ihr wollt gar nicht wissen, was wir gezahlt haben. Nee. Also ich glaube, ihr rechnet mit viel, aber mit so viel rechnet ihr sicherlich nicht. Hey Maus, geh mal nach Hause. Ja? Nochmal zurückzukommen auf den Einkauf. So, das war auf jeden Fall der Kassenzettel. Und jetzt haltet euch wirklich fest, die Rechnung war 484,94 Dollar. Also 500 Dollar haben wir gerade bezahlt für den kompletten Einkauf. Also es ist schon sehr, sehr krass. Gewisse Dinge sind wesentlich teurer wie in Deutschland. Aber wir haben auch sehr viel gekauft, was auch teuer ist. Also zum Beispiel Rasierer und Windeln, Feuchttücher, Cremes, Haarshampoo, Conditioner, Maske für die Haare. Haben wir alles gekauft. Also es ist schon viel Zeug, auch das ganze Putzzeug und so, ist also so unendlich teuer. Naja, das packen wir jetzt alles mal in Ruhe aus. Ich muss davor noch die Schränke putzen, damit ich das auch mit gutem Gewissen hier auch in die Schränke räumen kann. Jetzt mal ehrlich, ist schon abartig, oder? Kühlschrank ist eingeräumt. Ja, und sauber. Schon ganz happy. Ist zwar noch nicht ganz so voll, aber ich glaube, das füllt sich dann eh nochmal die Tage.
In der Gefriere haben wir auch noch ein bisschen was. Ja, und auch frisches Eis. Und Wasser. Und dann haben wir hier drüben noch ein paar Sachen gekauft. Nudeln, Reis, Öl, Essig, Gewürze, ein paar Bohnen und Mais und Kaffee und so Zeug. Genau, und hier ist das Toastbrot. Ja, und die Pfanne und den Topf, den wir gekauft haben, den haben wir jetzt gleich hier draußen stehen lassen. Ganz liebe Grüße gehen heute an Stefanie Janisch. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Hier geht's jetzt voll ab in der Wohnung. Also nicht hier, also hier geht's auch ab, meine ich. Aber ich meinte, dass wir jetzt hier zwei Leute da haben, die nochmal die ganze Wohnung sauber machen. Jetzt lenkt mich nicht so ab. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr unsere Roomtour gesehen habt. Und dann habt ihr ja gesehen, wie dreckig es hier war. Und jetzt ist alles sauber. Jetzt kann man sogar durchgucken. So fühlt man sich schon wesentlich wohler, wenn man weiß, dass die Bude sauber ist. Die haben auch überall rausgewischt, deswegen habe ich jetzt gerade Hausschüchchen an. Genau, und das Schlafzimmer haben sie auch nochmal sauber gemacht. Ankleide auch, da hat jetzt übrigens Domi sich eingerichtet. Also das ist jetzt Domi sein Ankleidezimmer. Und auf der anderen Seite... Obwohl ich jetzt meine Schuhe. Hier... Genau, ist... Genau, und das ist mein Ankleidezimmer mit Mia zusammen. Genau, Domis Schuhe stehen halt hier noch rum, weil hier muss der Boden noch sauber gemacht werden. Aber sonst passt's. Assi-Look on fleek. Ich hab auch Assi-Look. Assi-Look number 2 on fleek. Beautiful little princess on fleek. Wir gehen jetzt noch ein bisschen spazieren hier in unserem Areal. Ja, weil noch in unsere Wohnung geputzt wird und... Die machen richtig alles sauber. Da bin ich voll dankbar, wirklich. Und da hinten ja, plätschert es. Gehen wir mal da lang. Gehen jetzt mal eine Runde laufen. This way. Ja. Ja, soll man da lang gehen? Warte, ich es ist so krass, wie gute Laune sie hat nach ihrem Schlaf. Hey. Unsere kleine Maus ist wieder da. So ist hier kann man echt schöne Sachen machen. Also schöne Bilder, schöne Sachen auch. Ah. Wir sind noch voll unaktiv auf Instagram, aber wir werden jetzt die Tage eh wieder mehr Bilder machen für euch und mehr Story. Aber wir müssen einfach erstmal alles so... Boah, schau mal. Hammer. Wow. Also ganz ehrlich, richtig schön. Wir müssen echt sagen, jetzt wo der Kühlschrank voll ist und die Küche geputzt ist, die Bäder und die Schlafzimmer und das Wohnzimmer jetzt noch geputzt worden ist, fühlen wir uns jetzt schon richtig angekommen und man fühlt sich richtig wohl. Und jetzt kann eigentlich unser Abenteuer so richtig starten. Ja, definitiv. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Peace.